Das Bundeskabinett hat heute eine Reihe von Haushaltsbeschlüssen gefasst und wir freuen uns, dass der Bundesminister der Finanzen und der Bundesminister für Wirtschaft und Energie heute zu uns gekommen sind. Herzlich willkommen, Herr Minister Schäuble, Herr Minister Gabriel. Und in Begleitung des Bundesfinanzministers ist der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Herr Glatzer, zu uns gekommen. Auch Ihnen herzlich willkommen. Herr Minister Schäuble, Sie beginnen, uns die Beschlüsse vorzustellen und dann wird Herr Gabriel was sagen und dann gibt es den Raum für Ihre Fragen. Bitte, Herr Schäuble. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das Kabinett hat heute die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2016 und für die mittelfristige Finanzplanung bis einschließlich 2019 beschlossen. Wir haben zugleich einen Nachtragshaushalt für 2015 beschlossen und einen Gesetzentwurf, mit dem wir im Wesentlichen einen Fonds zur Förderung der Investitionen in finanzschwachen Gemeinden auf den Weg bringen. Und weil das ein ganzes Bündel zur Verstärkung unserer Investitionstätigkeit auch ist, über den Haushalt hinaus, haben wir uns verabredet, der Wirtschaftsminister und ich, dass wir Sie gemeinsam über dieses ganze Bündel von Maßnahmen, das wir heute im Kabinett beraten und beschlossen haben, informieren. Wir setzen mit dieser Linie der Finanzpolitik insgesamt, mit der Beschlussfassung über die Eckwerte für den Haushalt 2016 und die mittelfristige Finanzplanung und den anderen genannten Maßnahmen diese Finanzpolitik fort, die mit dazu beigetragen hat, dass wir in Deutschland bei zum Teil schwierigem geopolitischem Umfeld in einer stabilen wirtschaftlichen Situation sind. Wir haben eine niedrige Arbeitslosigkeit, wir haben eine gute Entwicklung der Wirtschaftslage. Im vergangenen Jahr waren es 1,6% Wachstum. Für dieses Jahr sind die Prognosen ähnlich und auch die Perspektiven für die kommende Zeit sind gut. Und deswegen können wir fortsetzen eine Politik, so wie wir sie im Koalitionsvertrag vereinbart haben, nämlich dass wir ab 2015 bei normaler konjunktureller Auslastung ohne neue Defizite auskommen wollen, weil noch immer unsere Gesamtverschuldung weit über den 60% des Maastricht-Vertrages im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt liegt und weil wir die eben kontinuierlich zurückführen wollen. Natürlich werden ab 2015, auch das war in der Finanzplanung lange angelegt, wo wir die Null erreichen werden in diesem Jahr, werden die Ausgaben im Bundeshaushalt nicht mehr wie in den vergangenen Jahren gar nicht steigen, denn sie sind seit 2010 gar nicht gestiegen, sondern sie werden jetzt wie immer geplant so steigen, wie sich die Einnahmen entwickeln werden. Das heißt, wir werden jetzt eine Parallelentwicklung haben, und wir nützen die Spielräume, die sich durch die gute wirtschaftliche Entwicklung ergeben, zu einer weiteren Verstärkung der Investitionen. Dazu haben wir im Wesentlichen zwei Maßnahmenblöcke beraten und auch beschlossen. Zum einen haben wir, wie ich schon bei der Verkündung des Ergebnisses der Steuerschätzung im November angekündigt hatte, ein Programm verabredet, in dem wir in den nächsten Jahren bis einschließlich 2018 die investiven Ausgaben beim Bund um insgesamt 10 Milliarden erhöhen. Ein Teil davon ist die Auflösung der globalen Minderausgabe, die wir ab diesem Haushalt 2016 nicht mehr auf die Einzelpläne umlegen, was eben bedeutet, dass die Einzelpläne zusätzlich bis zu insgesamt annähernd 1 Milliarde Euro jährlich für investive Ausgaben. Sie müssen es für investive Ausgaben verwenden in den Plänen, in denen die globale Minderausgabe davon betroffen waren. Und darüber hinaus haben wir uns in der Koalition verständigt, dass wir 7 Milliarden zusätzliche Investitionsmaßnahmen machen werden, die wir im Wesentlichen verteilen auf die Bereiche, auf den Bereich Verkehrsinvestitionen und digitale Infrastruktur. Werden insgesamt in diesen Jahren 4,35 Milliarden entfallen, auf den nationalen Aktionsplan Energieeffizienz 1,2 Milliarden Euro, auf den Klimaschutz knapp eine halbe, genau 0,45 Milliarden, auf den Hochwasserschutz jährlich noch einmal 100 Millionen, macht 0,3 Milliarden und auf die Städtebauförderung weitere 0,4 Milliarden. Das sind die wesentlichen, sind nicht alle. Insgesamt addiert sich es auf diese 7 Milliarden.
Dazu brauchen wir den Nachtragshaushalt, damit wir die Verpflichtungsermächtigungen im Parlament beschließen können. Sonst können diese Programme jetzt nicht belegt werden für die kommenden Jahre. Für eine Verstetigung der Investitionsentwicklung ist das von einer entscheidenden Bedeutung. Als zweites Programm haben wir verabredet, dass wir darüber hinaus die kommunale Finanzkraft weiter stärken. Wir hatten ja im vergangenen Jahr einen starken Anstieg der kommunalen Investitionsausgaben, aber nicht flächendeckend, weil es eben noch finanzschwache Kommunen gibt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir uns darauf verständigen konnten, einen Fonds zu machen, der Finanzhilfen des Bundes für finanzschwache Kommunen, das geht nur über die Länder, sind also formal Finanzhilfen an die Länder, aber sie kommen ausdrücklich den Kommunen zu. Die Aufteilung geht genau nach dem Schlüssel. Einwohnerzahl, Inanspruchnahme von Kassenkrediten, die die Kommunen in Anspruch genommen haben, das ist das Kriterium für Finanzstärke oder nicht, und Arbeitslosigkeit in den Kommunen, sodass wir zielgenau die Kommunen fördern, die dieser Förderung, ergänzenden Förderung für Investitionstätigkeit sind. Das macht auch ausgesprochen Sinn, insoweit, als wir damit eine vernünftige Auslastung auch Überhitzungserscheinungen in der Bauwirtschaft glauben, vermeiden zu können. Und deswegen passt es zusammen. In diesem Gesetzentwurf ist dann auch enthalten die 2x500 Millionen Euro, die wir den Ländern zugesagt haben für Länder und Kommunen in 2015 und 2016 für die Beteiligung oder die Unterstützung der Länder und Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Sie werden sich vielleicht im Zusammenhang mit der letzten MPK-Regierungschefskonferenz daran erinnern, dass wir diese Zusage gemacht haben. Auch das setzen wir um. Und das sind die wesentlichen Punkte. Ich will die Bemerkung hinzufügen. Wir haben in den Haushaltsverhandlungen, das war die Vorgabe, mit der wir in die Haushaltsverhandlungen eingestiegen sind, gesagt, wir müssen darauf achten, dass auch bei steigendem Bruttoinlandsprodukt die ODA-Quote nicht absinkt. Deswegen wird diese ODA-Quote, das ist nicht das Ende unserer Bemühungen, aber es ist ein wichtiger Schritt, dass wir sie bei 0,4 Milliarden verstetigen, was eine erhebliche zusätzliche Mittelzuweisung für Leistungen im Zusammenhang mit der internationalen Zusammenarbeit, also in erster Linie mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, anbetrifft. Wir haben dann uns in dem Rahmen der Finanzplanung darauf konzentriert, dass wir die Mittel behutsam, aber doch kontinuierlich für die Anforderungen der inneren Sicherheit ein Stück weit besser erfüllen können. Und schließlich haben wir auch zusätzliche Mittel langsam, aber behutsam ansteigen im Verteidigungsministerium, weil wir die Anforderungen an der äußeren Sicherheit auch schrittweise, nicht kurzfristig, aber doch in der mittleren Sicht erfüllen müssen. Das alles liegt aber in den Rahmen, wie wir es verabredet haben. Und deswegen will ich die Bemerkung auch machen. Der wesentliche Kostentreiber, das sieht man in den Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung, ist auch in den kommenden Jahren der Sozialhaushalt insgesamt. Der steigt auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung weiter an. Wir werden in diesem, im Haushalt 2016 haben wir einen Anteil von 51% am gesamten Bundeshaushalt für Sozialausgaben. Und das steigt in den kommenden Jahren dieses Finanzplanungszeitraums nach den vorliegenden Zahlen auf 51,9% an. Vor dem Hintergrund unserer demografischen Entwicklung, vor dem Hintergrund der sich ja rasch verändernden auch weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind wir uns völlig einig, dass das, was wir im Koalitionsvertrag verabredet haben, wirklich konsequent und konkret umgesetzt werden muss, nämlich wieder und wieder die Spielräume, die wir haben in zusätzliche Investitionen von Bund, aber auch von Kommunen, Stärkung der Finanzkraft der Länder zu verwenden. Und im Übrigen am Koalitionsvertrag festzuhalten, die Maßnahmen, die im Koalitionsvertrag als vorrangig zu finanzieren definiert worden sind, haben wir im vergangenen Jahr vollständig belegt. Deswegen sind wir bei all den anderen Fragen, das sage ich zu vielfältigen Diskussionen, auf das angewiesen, so wie wir es verabredet haben, dass es Gegenfinanzierungen aus dem jeweiligen Geschäftsbereich oder Politikfeld geben muss. Aber das ist notwendig, weil wir auf diese Weise nicht uns mit einer guten wirtschaftlichen Lage heute zufrieden geben, sondern die richtigen Entscheidungen treffen, um was wir dazu beitragen können, dazu beizutragen, dass sie sich auch in den kommenden Jahren fortsetzt.
Herr Minister Schäuble, vielen Dank. Minister Gabriel, bitte. Ja, in der Tat können wir das alles nur machen, weil wir die deutsche Wirtschaft in einer guten Verfassung ist. Wir haben im letzten Jahr 370.000 Arbeitsplätze, Beschäftigungsverhältnisse mehr bekommen, fast alle sozialversicherungspflichtig. In diesem Jahr werden es noch mal 170.000 mehr sein. Wir haben einen Rückgang der Arbeitslosigkeit und gleichzeitig bessere Tarifverträge. Wir haben Reallohneinkommenssteigerungen, die dazu führen, dass die Binnenkonjunktur in Deutschland ganz maßgeblich das Wirtschaftswachstum mitträgt. Und diese Entwicklung führt eben dazu, dass wir zwei Dinge miteinander vereinbaren können oder vereinbart haben. Erstens, dass wir auf keinen Fall neue Schulden machen, sondern ausgeglichene Haushalte, und zwar nicht nur strukturell, sondern auch in den einzelnen Haushaltsbeschlüssen hinbekommen. Das schaffen wir, und in der mittelfristigen Finanzplanung bleibt es auch dabei, und gleichzeitig trotzdem ein Thema anpacken, das für die Zukunft der wirtschaftlichen Entwicklung von großer Bedeutung ist, weil man ja nicht einfach davon ausgehen kann, dass die Entwicklung so bleibt, wie sie ist. Wir haben Nachholbedarf im Bereich der öffentlichen Investitionen im Verkehrsbereich, aber was unseren Bereich angeht, vor allen Dingen im Bereich der Infrastruktur für die Digitalisierung der Wirtschaft von Industrie 4.0 bis Handel, Dienstleistungen, alle davon sind davon betroffen. Das heißt, wir haben in den letzten Wochen und Monaten viel über die Frage diskutiert, wie können wir eigentlich die bereits in der Koalitionsvereinbarung verabredete Steigerung der Verkehrsinfrastrukturinvestitionen um 5 Milliarden Euro weiter anheben. Das ein Teil, der ist verabredet bei der Frequenzversteigerung. Auch da wird es Geld geben für das Thema Breitbandausbau, aber eben jetzt auch noch mal durch den Vorschlag des Finanzministers 10 Milliarden Euro zusätzlich für Investitionstätigkeit zur Verfügung zu stellen, werden wir 4,5 Milliarden Euro, also fast eine Verdopplung dessen im Bereich Verkehrsinfrastruktur und Digitalisierung hinkriegen, das wir in der Koalitionsvereinbarung verabredet haben. Ich glaube, dass das eine der ganz entscheidenden Maßnahmen ist für die wirtschaftliche Entwicklung der kommenden Jahre, für die Zukunft, das ist eine Investition in die Zukunft. Und deswegen bin ich sehr froh, dass der Bundesfinanzminister diesen Eckwertebeschluss dem Kabinett vorgelegt hat. Bis vor ein paar Stunden war es sein Eckwertebeschluss, jetzt ist es der des ganzen Kabinetts. Das, glaube ich, ist eine gute Entwicklung. Wenn Sie das mal vergleichen mit sozusagen der Finanzplanung bisher, dann liegen wir jetzt, glaube ich, etwa 15% über der bisherigen Finanzplanung und mit knapp 25% über der Investitionsplanung der letzten Legislaturperiode. Das heißt, wir steigern die Investitionen deutlich. 6 Milliarden Euro mehr als in der letzten Legislaturperiode sind dann eben diese 25%. Und neben Verkehrsinfrastruktur und Breitband ging es uns insbesondere um die kommunale Ebene. Früher war die Finanzausstattung der Kommunen in Deutschland so gut, dass 2/3 der öffentlichen Investitionen aus der kommunalen Ebene kamen. Schulen, Kindergärten, Straßen, vieles andere mehr. 2/3 der öffentlichen Investitionstätigkeit war eine kommunale Investitionstätigkeit. Wir haben alle miteinander in Bund und Ländern die Kommunen in der Vergangenheit mit vielfältigen Rechtsverpflichtungen ausgestattet, bei denen unter anderem die Folge war, dass diese kommunale Investitionstätigkeit zurückgegangen ist. Heute ist sie ungefähr noch die Hälfte der öffentlichen Investitionstätigkeit, aber es zeigt, von welcher großen Bedeutung sie ist. Im Übrigen lernen Menschen den Staat vor allen Dingen erstmal zu Hause kennen, da wo sie wohnen. Die Art und Weise, wie Schulen ausgestattet sind, Kindergärten, wie die Straßen sind, prägt ganz wesentlich die Frage, ob man eigentlich in einem vernünftig geordneten Gemeinwesen lebt oder nicht. Und deswegen ist die Ausstattung der Kommunen so wichtig im Bereich der Investitionstätigkeit, nicht nur für die wirtschaftliche Entwicklung, auch, glaube ich, für das Bild unseres Landes oder des Gemeinwesens in der Öffentlichkeit. Wir haben deshalb nochmal insgesamt 5 Milliarden Euro jetzt über die 10 Milliarden hinaus, die der Bundesfinanzminister vor einigen Wochen als neuen Spielraum für Investitionstätigkeit uns vorgeschlagen hat, nochmal 5 Milliarden darüber hinaus den Kommunen zur Verfügung gestellt, 3,5 Milliarden in einem Investitionsfonds, der, finde ich, klug aufgelegt ist, weil er
nicht einfach wie bisher sagt, wir gucken mal nach Königsteiner Schlüssel und verteilen das, sondern alle Länder bekommen davon was. Aber die Kriterien, die Herr Schäuble eben genannt hat, vor allen Dingen Arbeitslosigkeit und Kassenkredite, führen eben dazu, dass nicht die, denen es gut geht, noch was obendrauf kriegen, sondern dass wirklich die Städte und Gemeinden, die in großen Notlagen sind, dass die, denen finanziell geholfen wird. Ich glaube, es sind eine Gegenfinanzierung, der Eigenanteil ist, glaube ich, nur 10%, der gebracht werden muss. Also 3,5 Milliarden für kommunale Investitionen. Und wir steigern für das Jahr 2017 die bereits geplante Entlastung um 1 Milliarde auf 2,5 Milliarden, um dem Koalitionsvertrag, der ja sagt, im Rahmen der Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes sollen die Kommunen 5 Milliarden Euro entlastet werden. Der volle Betrag soll 2018 kommen, um sozusagen eine sichtbare Treppe dahin zu bauen. Entlasten wir im 2017 nicht um 1 Milliarde, sondern um 2,5. Wenn man sich das mal anschaut, was jetzt in dieser Legislaturperiode mit Kindertagesstättenförderung und anderem an kommunalem Entlastungspaket zusammengebunden wurde, unter anderem auch die Entlastung bei der Flüchtlingsunterbringung, dann sind das 15 Milliarden Euro, die in dieser Legislaturperiode an kommunaler Entlastung entstehen. Rechnet man hinzu, was wir am Ende der letzten Legislaturperiode übrigens auch gemeinschaftlich im Vermittlungsausschuss verabredet haben, nämlich die Übernahme der Grundsicherung im Alter durch den Bund, da war die erste Stufe, volle Stufe im letzten Jahr, dann kommen wir zu einer Entlastung innerhalb weniger Jahre von 24 Milliarden Euro. Ich kenne kein kommunales Entlastungspaket dieser Größenordnung in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Das ist ein gewaltiges Paket, und deswegen bin ich dem Finanzminister außerordentlich dankbar dafür, dass er das ermöglicht hat. Nochmal, es ist ein ganz wesentlicher Beitrag dazu, die ja seit längerer Zeit diagnostizierte Investitionslücke in Deutschland in den Griff zu bekommen. Meine Damen und Herren, wir haben mit dem Haushalt, glaube ich, damit auch eine ganze Reihe anderer Aufgaben mit bewältigt, die man, finde ich, nicht unter den Scheffel stellen sollte. Herr Schäuble hat das so ein bisschen mit einer Randbemerkung gemacht, aber dass wir die Polizei besser ausstatten, das ist, glaube ich, angesichts der Sicherheitslage und der gestiegenen Anforderungen an die Polizei sehr wichtig. Und übrigens, ich will in dem Zusammenhang auch sagen, dass das, was wir heute in Frankfurt erleben, ein erschreckendes Bild von Gewaltbereitschaft ist, das durch nichts, aber auch gar nichts zu rechtfertigt ist. Übrigens ausgerechnet die EZB sozusagen zum Verantwortlichen zu machen, zeugt, glaube ich, auch von einem ganz erheblichen Unverständnis darüber, was die EZB derzeit für den Zusammenhalt in Europa leistet. Das kommt sozusagen an intellektueller Fehlleistung noch hinzu. Die ist aber verzeihlich. Nicht verzeihlich ist Gewalttätigkeit. Das zeigt nochmal, dass wir allen Grund dafür haben, auch in dem Bereich klar zu machen, wo die Grenzen in diesem Staat gezogen werden müssen. Und das gilt auch für den Bereich der Bundeswehr. Da gab es in den letzten Tagen ein bisschen eine öffentliche Debatte über die Frage, ob wir da nicht zu viel des Guten tun. Man muss eins wissen, selbst mit dem, was wir jetzt machen, liegen wir gemessen an den Kriterien innerhalb der NATO immer noch auf einem Abbaupfad der Verteidigungsausgaben und nicht etwa auf einem Aufbaupfad. Ein ganz großer Teil dieses Aufwuchses kommt übrigens zustande durch Tarifabschlüsse und die Konsequenzen, die man auch in der Bundeswehr damit ziehen muss. Also ich glaube, insgesamt ein sehr gute Beschlüsse, die für uns aus Sicht des Wirtschaftsministeriums deshalb von so großer Bedeutung sind, weil sie eben nicht konsumtive Ausgaben sind, die uns auf Dauer in größere Schwierigkeiten führen, sondern dass sie ein Beitrag dafür sind, die gute wirtschaftliche Entwicklung der kommenden Jahre durch Aufholen in der Infrastruktur und in der Modernisierung der Infrastruktur voranzubringen. Das ist der Grund, warum wir das, glaube ich, heute mit großer Einmütigkeit, aber ich sage auch offen mit auch Dankbarkeit für die Arbeit, die das Finanzministerium in den letzten Wochen da mit vielen anderen gemeinsam geleistet hat, beschlossen haben. Vielen Dank. Danke, Herr Gabriel. Damit kommen wir zu Ihren Fragen. Herr Paul ist der Erste. Herr Dr. Schäuble, was passiert mit Ihrer MIFRIFI, sollte Griechenland geplant oder ungeplant aus der Europäischen Währungsunion ausscheiden? Naja, ich weiß, was mit mir passiert, wenn ich darüber öffentlich spekuliere. Erstens. Zweitens ist es einfach so, die Debatte über Griechenland
hat am wenigsten zu tun mit der Belastung Griechenlands durch Schuldendienst in den nächsten Jahren. Deswegen habe ich immer gesagt, wer bei den Problemen Griechenlands von Schuldenrestrukturierung redet, beweist eigentlich nur, dass er gar nicht die Problemlage kennt. Die griechische Staatsverschuldung ist so finanziert und so ausgestattet, auf langfristig angelegt, übrigens bis zu teilweise sind sogar Zinszahlungen gestundet. Die Zinsbelastung insgesamt ist niedriger prozentual als die Zinsbelastung im Bundeshaushalt für unsere Verschuldung. Und dies ist langfristig so finanziert, dass unmittelbare Auswirkungen, was immer geschieht, weder aus dem Schuldenstand Griechenland sich weder für Griechenland ergeben. Deswegen ist die Frage, auch ob Schuldenrestrukturierung oder sonst was, nicht das Thema, um das es geht. Das Thema, um das bei Griechenland geht, ist, wie Griechenland auf einen Pfad kommt, irgendwann wettbewerbsfähig zu werden und Zugang zu den Finanzmärkten. Aber es ist nicht deswegen. So kann ich Ihre Frage beantworten. Die mittelfristige Finanzplanung des Bundes ist abgesichert. Dann habe ich jetzt Herrn Bosem, Herrn Leifert, Herrn Wonka auf der Liste. Oder wollten Sie noch ergänzen, Herr? Nö, um Gottes Willen. Der nimmt mich doch noch mit, wenn ich ihm nicht widerspreche. Das war die Bedingung. Herr Gabriel, Sie haben eben gesagt, dass es sich bislang um die Eckpunkte des Finanzministers gehandelt habe und jetzt mit dem Kabinettsbeschluss die gemeinsamen Eckpunkte da stehen. Zu diesen Eckpunkten, wenn ich richtig informiert bin, gehört ja auch die Frage Kindergeld, Kinderfreibetrag, Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Haben Sie denn da inzwischen eine Lösung gefunden? Es gab ja in den letzten Tagen doch eine Auseinandersetzung zwischen dem Kollegen Schäuble und dem Kollegen Schwesig. Oder ist es jetzt ausgeklammert und Sie streiten sich weiter drum? Nein, es gibt erstens Rechtsverpflichtungen, die wir zu erfüllen haben vor dem Hintergrund eines Verfassungsgerichtsurteils. Ich gehe davon aus, dass in der kommenden Woche dieser Teil auf der Tagesordnung des Kabinetts steht. Und es gibt ein, wie ich finde, berechtigtes Anliegen, etwas für Alleinerziehende zu tun. Ich glaube, dass das dringend nötig ist. Das sind diejenigen, die ganz erheblich häufig mit eher mittleren und niedrigen Einkommen zu kämpfen haben. Und dafür gibt es einen Vorschlag der Familienministerin, den ich auch für richtig halte. Aber es gibt, daraus bezog sich wahrscheinlich ein Teil des Hinweises von Herrn Schäuble auf den Koalitionsvertrag, auch eine klare Verabredung darüber, dass wir dafür eine solide Finanzierung besprechen müssen. Darüber reden wir derzeit. Und sobald das Reden zu einem guten Ergebnis gekommen hat, werden wir damit auch auf die Tagesordnung des Kabinetts kommen. Nachtrag. Das heißt also, nächste Woche wahrscheinlich Alleinerziehende nicht in dem Vorschlag drin, sondern Sie arbeiten weiter an der Lösung. Also ich glaube, dass wir die Lösung bei dem Teil Rechtsverpflichtung ohnehin haben. Da gibt es auch keine Differenz mit den Ländern. Bei der Frage der Besserstellung oder der Hilfe für Alleinerziehende gibt es, glaube ich, noch eine Reihe von Beratungen, die wir auch mit Ländern führen müssen. Denn ein Teil dessen, was wir an steuerlicher Möglichkeit geben, wird ja immer auch von Ländern mitfinanziert. Ich gehe davon aus, dass es im Laufe des Beratungsprozesses im Bundestag, aber auch mit den Ländern zu einem Ergebnis kommt, das im Sinne von Frau Schwesig ist, aber auch im Sinne der Koalitionsvereinbarung, nämlich einer soliden Gegenfinanzierung. Herr Leifert. Herr Gabriel, ich interessiere mich für die Investitionen und die zusätzlichen Mittel für Verkehr und digitale Infrastruktur. 4,3 Milliarden heißt es. Hier. 4,5 Milliarden heißt es. Sind die zweckgebunden? Heißt es, kann man sagen, wie viel davon in die Straße geht, wie viel davon in Breitbandnetze gehen? Und bleibt es bei dem Vorsatz, Erhalt geht vor Neubau? Oder ist der Verkehrsminister darin frei zu entscheiden, ob er die Gelder für Neubauten verwendet oder für den Infrastrukturerhalt? Es gibt zunächst einmal eine Festlegung, dass von diesen 4,35 Milliarden etwas über eine Milliarde in die digitale Infrastruktur geht. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, wenn Sie es ganz genau wissen wollen, kann Sie Ihnen auch Herr Katzer sagen, aber ich muss jetzt schon den Eindruck erwecken, dass ich auch eine rudimentäre Kenntnis dessen habe, was wir da beschließen. Es sind 900 Millionen für die Schieneninfrastruktur in der Größenordnung, oder?
Sie wissen jetzt mehr als ich. Also. Und der Rest geht in die Infrastruktur Bundesfernstraßen. Und dort hat der Verkehrsminister natürlich in seiner Verantwortung auch Entscheidungen zu treffen zwischen Erhalt und Neubau und so weiter. Entscheidend ist doch, dass es alles Projekte sind, die unmittelbar umgesetzt werden können, die also planungsreif sind. Und darüber hinaus haben wir ja auch eine Reihe von PPP-Projekten in der Bundesfernstraßenplanung, an denen wir kontinuierlich arbeiten. Und in absehbarer Zeit werden wahrscheinlich, darf ich das Geheimnis verraten, wir Sie schon wieder gemeinsam beglücken. Wir gewöhnen uns so aneinander und Sie gewöhnen sich auch an uns, wenn wir vorstellen, was wir alles zur Verstärkung der Investitionsfähigkeit im Zusammenhang mit privaten Investitionen in öffentliche Infrastruktur machen. Wenn ich da noch mal nachhaken darf. Jetzt addiere ich einfach mal die Schätzungen für die Pkw-Maut hinzu zu dem, was Sie jetzt an zusätzlichen Mitteln zur Verfügung stellen. Die Schätzungen gehen ja weit auseinander. Jetzt nehme ich mal den Best Case von 700 Millionen. Dann sind wir ja immer noch lange nicht bei den 7,5 Milliarden, die Bodewig-Kommission empfohlen hat oder für notwendig erachtet hat, um Infrastruktur zu erhalten. Wie wollen Sie diese Lücke schließen? Also erstens haben wir diese Gruppe, die sich mit der Frage beschäftigen soll, wie wir auch privates Kapital für öffentliche Infrastruktur mobilisieren, ja unter anderem deshalb gegründet, weil wir jedenfalls nicht glauben, dass alles davon durch öffentliche Mittel alleine erwirtschaftet werden kann. Das ist einer der Gründe, warum wir uns mit der Frage befassen, wie wir einen Teil des Geldes, das ja durchaus existiert in Deutschland und Europa, nach Möglichkeit entweder in die Realwirtschaft oder in die öffentliche Infrastruktur bekommen wollen. Und darüber hinaus, was das Thema Digitalisierung angeht, erinnere ich noch mal daran, dass es neben der Milliarde, die dafür zur Verfügung gestellt werden soll, ja auch noch mal, glaube ich, etwa 2 Milliarden gibt oder ich glaube ungefähr so viel ist das aus der Frequenzversteigerung für den Mobilfunk. Also das ist schon, ich meine, wir reden ja auch darüber, dass wir das Geld am Ende auch noch in der Zeit, in der wir es zur Verfügung stellen wollen, ausgeben können. Das ist schon ein ganz erheblicher Betrag. Und dazu kommen die 5 Milliarden, die wir zu Beginn der Koalitionsvereinbarung ja auch schon in den Finanzplan aufgenommen hatten. Also ganz wenig Geld ist das nicht. So, lass das Wort noch ergänzen, bitte. Ich darf. Weil der Vergleich zur Bodewig-Kommission gemacht wurde. Sie dürfen nicht vergessen, bei der Bodewig-Kommission sind ja alle Straßen, also Bund, Länder- und Kommunalstraßen abgehandelt worden mit den Zahlen, die Sie gerade genannt haben. Was wir ja gerade hier vorgestellt haben, ist die Bundesinfrastruktur. Und Sie dürfen nicht vergessen, dass wir im Koalitionsvertrag auch schon 5 Milliarden zusätzliche Mittel beraten und umgesetzt haben. Dann kommt die nächste Frage von Herrn Wonka, der sich das Mikrofon rüberzieht. Und dann ist Herr Madelin dran. Eine Frage an Herrn Gabriel, eine an Herrn Schäuble. Herr Gabriel, hätten Sie sich gewünscht, dass in diesen Zahlen, die heute vorgestellt worden sind, auch ein Betrag für den Aufbau eines deutsch-griechischen Zukunftsfonds unabhängig von der Reparationsdebatte vorgesehen wäre? Und können Sie sich vorstellen, dass dafür noch ein Betrag aus der zur Verfügung stehenden Finanzmasse erwirtschaftet wird, wenn es dazu kommen sollte? Und an Herrn Schäuble die Frage, sollten Ihre Eckpunkte zur Erbschaftssteuer ernst gemeint gewesen sein? Erwarten Sie sich da im Vollzug eine höhere Staatseinnahme durch die neue Erbschaftssteuer, als Sie mit der bisherigen erwirtschaften konnten? Zu Ihrer Frage, Herr Wonka, ich glaube, dass die Summen, die da beim Thema, es gab es ja einerseits Zukunftsfonds, dann ging es um Fragen des deutsch-griechischen Jugendwerks. Das alles sind Größenordnungen, wo man aufpassen muss, dass man sich gemessen an der Größenordnung, um die es geht, um den griechischen Staatshaushalt zu stabilisieren, nicht lächerlich macht. Deswegen würde ich raten, nicht über sozusagen kleinere Investitionsfonds zu reden, solange man nicht das eigentliche Problem bewältigt hat. Und das ist überhaupt nicht bewältigt. Was das Thema Reparationszahlungen angeht,
hat, finde ich, der Bundesaußenminister und der Bundesjustizminister haben dazu alles Notwendige gesagt. Ich finde nur, dass man insgesamt niemand sich einen Gefallen tut, wenn man durch solche Debatten den Eindruck erweckt, es ginge es um einen Konflikt zwischen Deutschland und Griechenland. Wir haben keinen Konflikt zwischen Deutschland und Griechenland. Wir haben einen Konflikt und eine schwierige Lage innerhalb der Europäischen Union und wenn überhaupt zwischen den Bedingungen, die Europäische Union und die Eurogruppe für erhebliche Finanzleistungen für Griechenland gestellt hat und der neuen griechischen Regierung. Es ist kein Konflikt zwischen Deutschland und Griechenland. Ein Konflikt innerhalb Europas zwischen der griechischen Regierung und der Eurozone und einem, wenn man jetzt etwas genauer hinschaut, nicht nur der Eurozone, sondern des Restes der Europäischen Union. Und was wir tun derzeit, ist, alle Möglichkeiten zu nutzen, die verantwortlich sind oder verantwortbar sind, diesen Konflikt zu lösen. Dazu gehört auch, dass man ihn nicht permanent mit anderen Debatten, mit Personalisierungen, mit historischen Verantwortung versucht zu verbinden, weil das immer wieder den Eindruck erweckt, es ginge hier irgendwie um einen nationalen Konflikt. Um den geht es nicht bei der gesamten Debatte. Und deswegen finde ich, muss man die beiden Dinge auch streng voneinander trennen. Was die Erbschaftssteuer anbetrifft, so wissen Sie, dass wir ein geltendes Erbschaftssteuerrecht haben, das sich bemüht, den Übergang von Betriebsvermögen möglichst von Erbschaftssteuerbelastung zu verschonen, weil man das Ziel hat, Arbeitsplätze zu erhalten und insbesondere die mittelständische Struktur unserer Wirtschaftsordnung, die ja ganz erfolgreich ist, nicht zu gefährden. Erfreulicherweise hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil im Dezember im Grundsatz diesen Ansatz des Gesetzes ausdrücklich entgegen mancher Skepsis für verfassungsgemäß erhalten. Weil das Verfassungsgericht hat entschieden, dass es ein vernünftiger Grund sei, um innerhalb einer Erbschaftsbesteuerung zu unterscheiden zwischen Betriebsvermögen und anderen Vermögensarten. Das muss sich nämlich an dem strengen Maßstab des Artikel 3 Grundgesetzes messen lassen. Aber dann hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil in drei Punkten gesagt, da würden die Regelungen des derzeitigen Gesetzes zu weit gehen. Die müssen korrigiert werden. Das will ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen vortragen, es sei denn, Sie mögen es, aber dann wird der Herr Gabriel irgendwie auf seine Uhr gucken oder so, weil ihm das zu lange dauert. Die umzusetzen ist nicht so ganz einfach. Weil man muss verstehen, was das Verfassungsgericht entschieden hat und warum es so entschieden hat. Das kann ich Ihnen ganz gut erklären, und zwar so, dass man es auch verstehen kann. Nun ist das Ziel, so haben wir es im Koalitionsvertrag verabredet, dass wir am geltenden Erbschaftssteuerrecht überhaupt nichts ändern, es sei denn, das Verfassungsgericht schreibt uns vor, dass wir was ändern müssen. Dann werden wir das selbstverständlich tun, weil das die Ordnung unseres Grundgesetzes ist. Und da nun dieses Verfassungsgerichtsurteil nicht so einfach umzusetzen ist, gibt es darüber eine Debatte. Und da nun wir federführend sind, für Gesetzgebung als Bundesfinanzministerium, auch für eine Steuer, die ausschließlich den Ländern zukommt, um das auch nicht zu vergessen, Erbschaftssteuer steht ausschließlich den Ländern zu, hat also für den Bundeshaushalt keine unmittelbaren Auswirkungen. Das war auch nicht die Frage. Ja, schon klar. Ich komme schon noch drauf, aber Ihre Fragen kann man nur beantworten, wenn man sie systematisch richtig einordnet und beantwortet. Das hat jetzt aber Herr Schäuble gesagt, Herr Wonka, nicht ich. Sie würden nicht so freundlich reagieren. Also, Spaß beiseite. Deswegen haben wir gesagt, wir schaffen mal eine Diskussionsgrundlage, wie man Ziel ist, die Zielsetzung des geltenden Rechts möglichst umzusetzen, nämlich Unternehmen in der Generationennachfolge nicht durch Erbschaftssteuerbelastung zu beschädigen, sondern zu verschonen. Und im Lichte der Anforderungen des Verfassungsgerichts verfassungsfest sein, dafür haben wir mal Vorschläge erarbeitet, wie wir glauben, dass es gehen könnte.
Und als Grundlage einer Diskussion, die wir jetzt führen mit Verbänden, insbesondere mit den Ländern, ich habe in der vergangenen Woche mit den Länderfinanzministern geredet, da haben die große Mehrzahl der Kollegen hat sich ausdrücklich dafür bedankt, dass das Bundesfinanzministerium einen ersten Entwurf für eine Diskussionsgrundlage gelegt hat. Aber nun sind alle gebeten, noch bessere Lösungen vorzulegen. Sie müssen nur dem Ziel entsprechen, der grundsätzlichen Zielsetzung des Erbschaftssteuerrechts, nämlich Unternehmen zu verschonen, festzuhalten und es verfassungsfest zu machen. Denn darüber sind wir uns auch einig. Was wir machen, sollte verfassungsfest sein. Und wir wollen nicht ein zweites Mal riskieren. Da ist jetzt eine Debatte eröffnet, die hat öffentlich zu viel Missverständnissen geführt. Wir gehen übrigens davon aus, dass, wenn man in der Linie unserer Eckpunkte das umsetzen würde, ein Erbschaftssteuermehraufkommen nicht zu beziffern wäre. Es würde sehr gering sein. Herr Madelin, dann Herr Scully. Thibaut Madelin mit der Zeitung Liseko. Herr Gabriel, Sie haben die Investitionslücke erwähnt. Sind Sie der Meinung, dass mit diesem ganzen Investitionspaket diese Lücke geschlossen ist? Und wenn nein, sind Sie der Meinung, dass man diese PPPs verstärkt benutzen soll? Und eine zweite Frage an Herrn Schäuble. Von den Milliarden, die extra für Verteidigung kommen, wie viel sollen in neue Beschaffungsmittel, also für neue Beschaffung benutzt werden? Frage 1, die Sie an mich gestellt haben, hatte ich vorhin gesagt. Wir gehen davon aus, dass wir ohnehin bei der Investitionslücke über 80% private Investitionen reden und nur über 20% des öffentlichen Sektors. Das so ist das, sieht es, glaube ich, auch die OECD. Insofern müssen wir über die Frage reden, wie wir stärker im privaten Sektor auch die Investitionstätigkeit anregen. Übrigens nicht nur in die öffentliche Infrastruktur, sondern eines der ganz großen und bislang auch noch nicht adressierten Probleme in Deutschland ist, dass wir seit mehr als 10 Jahren eine viel zu geringe Nettoinvestitionsquote in den Unternehmen haben. Und wenn Unternehmen im eigenen Unternehmen zu wenig investieren in die Erneuerung ihres Anlagenparks, ihrer Kapitalinvestitionen in Forschung und Entwicklung, dann kann man sich relativ schnell ausrechnen, dass daraus irgendwann ein Wettbewerbsproblem erwächst. Und deswegen reden wir auch über die Frage, was wir tun müssen, um in diesem Bereich deutlich bessere Bedingungen zu bekommen. Eine der Voraussetzungen ist zum Beispiel, dass wir es im ersten Halbjahr dieses Jahres schaffen, Klarheit in die Energiepolitik in Deutschland zu bekommen, weil diese Nettoinvestitionstätigkeit vor allen Dingen in den Unternehmen am schlechtesten ist, die energieintensiv sind, weil es eine weitgehende Unberechenbarkeit der deutschen Energiepolitik in der Vergangenheit empfunden wurde. Deswegen ist eine der wesentlichen Voraussetzungen, insbesondere für den Teil der energieintensiven Industrie und Wirtschaft, dass wir stabile und sichere und berechenbare Rahmenbedingungen bekommen. Das ist eine der Aufgaben, die wir haben, um auch die private Investitionstätigkeit in der Realwirtschaft in Deutschland die zu stärken. Herr Scully, dann Vielleicht darf ich, bevor ich zu der Frage Verteidigungshaushalt Ihre Frage nicht wirklich beantworten kann, aber eine Bemerkung zusätzlich machen, weil es ein französischer Kollege war. Mit dem, was wir an zusätzlichen Investitionen machen, und Sie können heute auch ein Interview des zuständigen Kommissars der EU-Kommission zu unserer Finanzpolitik mittelbar lesen, entspricht unseren Anforderungen auch nach den europäischen Regeln, dass wir uns, wir sind ja in einer erweiterten Stufe des Überschussverfahrens, weil Ungleichgewichtsverfahren, wir erfüllen damit diese Anforderungen, so wie wir genauso mit dem, was wir an zusätzlichen Maßnahmen machen, unserer Verpflichtung, die wir im Rahmen des Brisbane Action Plans im G20-Prozess eingegangen sind, umsetzen. Das heißt, wir bemühen uns, mit unseren begrenzten Möglichkeiten unsere europäischen Verpflichtungen, auch unsere internationalen, alle zu erfüllen, weil wir natürlich nicht von anderen nur die Einhaltung oder die Annäherung an bestimmte Regelwerte immer wieder empfehlen, sondern uns zunächst einmal selber an gegebene Maßstäbe zu halten versuchen. Jetzt zu der Frage, ich kann Ihnen die Frage, wie viel von den, diese 8 Milliarden sind sowieso eine etwas komplizierte Zusammenrechnung verschiedener Punkte. Wir haben eine maßvolle, aber eher moderate Steigerung des Verteidigungshaushalts.
Wir haben einen dringenden Bedarf. Wir haben ein Attraktivitätsprogramm in der Bundesregierung, das wissen Sie. Es ist im Übrigen so, die Verteidigungsministerin sagt gelegentlich, die ganzen Beschaffungsprogramme nützen am Ende nichts, wenn die keine Soldaten haben. Du brauchst auch Menschen. Und deswegen müssen wir auch dafür was tun. Wir haben einen gewissen Bedarf in der, in einer gewissen Erhaltung, Erhaltungsaufwand für die Kasernen und Unterbringung für Soldaten. Und darüber hinaus haben wir natürlich im Verteidigungshaushalt immer Beschaffungen. Ein Teil davon ist in den letzten Jahren langsamer abgeflossen, weil es ja zum Teil mit Beschaffungsprojekten nicht ganz einfach ist, dass sie auch zeitgerecht zufließen. Es gibt auch zusätzliche Mittel, aber dafür eine Zahl zu nennen, wäre nicht verantwortlich. Da würde ich dem Verteidigungsministerium ein bisschen Zeit lassen und die dann einmal fragen. Herr Scully, dann Frau Marschall und dann Frau Wiefers. Danke. Derek Scully von der Irish Times, hier bin ich. Herr Schäuble, letzte Woche meinte DIW, Sie könnten noch 45 Milliarden Euro zur Verfügung haben für Investitionen, wenn Sie eine Finanztraktionssteuer einführen würden. Wo hakt es? Wann kommt es? Und Herr Gabriel, wie lange üben Sie als SPD-Vorsitzender so ein Engelsgeduld, vor allem wenn Sie für Koalitionsfrieden einen CSU-Maut mittragen, der eigentlich viel weniger Einnahmen bringen würde, wenn es überhaupt kommt? Danke. Also, fangen Sie mal an. Was die Finanztransaktionssteuer anbetrifft, habe ich mit einem gewissen Schmunzeln, also mit einem gewissen inneren Amüsement, diese Untersuchung gelesen. Wenn Sie eine wissenschaftliche Untersuchung, die ein Ergebnis liefert mit einer Schwankungsbreite zwischen 2 und 45 Milliarden, ist in sich schon eindrucksvoll. Da könnte man auch in meiner Heimat, ich bin aus dem Schwarzwald, bin Alemanne, das können Sie nicht so genau wissen, bei der bedeutenden Presseorgan, das Sie vertreten, würde man da einfach sagen, ich weiß es nicht so genau. Aber das wäre ja nicht so wissenschaftlich. Das ist ja viel wissenschaftlicher, mit allem Respekt. Punkt eins. Punkt zwei, die Finanztransaktionssteuer ist eine wunderbare Geschichte und wir kämpfen sehr dafür. Es ist nur das Problem. Alle sind dafür, wenn man sie global einführt. Global. Global ist auf absehbare Zeit, Herr Gabriel ist jung, der erlebt es vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es noch erlebe. Dann sagt man aber wenigstens die Amerikaner. Mein britischer Kollege, unser britischer Kollege sagt Wolfgang sofort, wenn die Amerikaner mitmachen. Die Amerikaner meinen nicht mit. Dann sagen wir, dann lass uns doch in der EU anfangen. Wenn die EU einführt, wir können Vorreiter sein, gut. Dann sagen die Briten nein und die Amerikaner nicht. Dann sagen wir, dann machen wir es in der Eurozone. Eine gemeinsame Währung geht auch. Dann gibt es Länder, die besonders enge Beziehungen zu Großbritannien haben. Die sagen ja, sobald Großbritannien mitmacht, die sind zwar nicht in der Eurozone, noch nicht, aber machen nicht mit. Dann haben wir schließlich ein 11 gefunden zu einer Initiative der verstärkten Zusammenarbeit. Jetzt könnte ich Sie die nächsten 30 Minuten amüsieren, wie die Regeln im europäischen Vertrag, im AEUV für verstärkte Zusammenarbeit sind. Um das zu machen. Und jetzt können wir uns aber unter einigen dieser neuen Länder, 11 Länder, sind wir zwar im Grundsatz einig, wir wollen das, aber nicht einig, was wir wollen, weil jeder seine spezifischen Interessen hat. Deutschland hat dann zwischendurch, weil ich ja auch das in der Koalition, haben wir schon, da waren Sie noch Opposition, haben wir das versprochen, haben wir gesagt, wir tun alles, also habe ich gesagt, ich einige mich auf alles, worauf sich unsere Partner verständigen können. Dann hat es geheißen, ich hätte aber gar kein Engagement. Aber mehr kann man nicht machen. Also. Das haben wir aber nur gesagt, solange wir in der Opposition waren. Ja, klar. Die Annäherung, Regierung ist eben ein Rendezvous mit der Realität. Das gilt auch für Sozialdemokraten, das gilt für alle. Eine Begegnung mit der Wirklichkeit. Sie wissen aber, ich bin hinter Ihnen noch dran. Ne? Ja, klar. Ich freue mich auch drauf. Wir sind Ihnen auch in dieser Frage völlig einig. Wir tun, was wir können. Ich kann Ihnen aber im Ernst nicht sagen, ich hoffe, wir kriegen bald einen ersten kleinen Schritt. Der wird dann so gering sein, dass man darauf Finanzplanungen nicht abstützen kann. Und dann kriegen wir vielleicht, wenn wir diesen kleinen Schritt schaffen, eine gewisse Dynamik, dass wir doch mehr erreichen können, weil viele derjenigen, die nicht mitmachen wollen, offenbar Angst davor haben, dass wir den ersten kleinen Schritt hinbekommen, weil sie fürchten, es gibt dann eine öffentliche Debatte, dass mehr geht. Deswegen sind sich
sind wir uns in der Regierung weiter völlig einig. Wir werden auch einen ersten kleinen Schritt, der soll ja zum 1. Januar 2016, wenn möglich schon in Kraft setzen, mittragen. Dann werden Sie alle über uns herfallen, dass das ja gar nichts sei. Und dann werden wir sagen, ein kleiner Schritt ist besser als gar keiner. Aber deswegen sind die Berechnungen des DIW auch so wertvoll, dass das DIW weiterhin aus dem Bundeshaushalt kräftig gefördert wird. Immer noch mehr als die CSU Mauteinnahmen. Ja, das ist auch nur die Untergrenze. Das ist immer noch die Untergrenze. Die Energie steht in keinem Verhältnis zu den Diskussionen. Ich muss es aber hinkriegen. Es gibt eine alte Regel, wenn du nicht deine Einigung kriegst, dann hast du gar nichts. Jetzt ist Herr Gabriel dran. Ich will nur zu der Frage. Ich habe auch noch 8 Namen auf der. Ich will nur zu der Frage, weil die Wahrheit ist doch, dass eine relativ kräftige Finanztransaktionssteuer nicht an Deutschland scheitert. Ja, natürlich nicht. Und noch nicht mal an deutschen Konservativen, sondern sie scheitert. Christdemokraten. Ist Sozi. Das nicht mehr das Gleiche? Aber wir sind die Konservativen. Sie sind Sozi. Ja, das war. Das war. Dazu sage ich auch gleich noch was, wegen der Engelsgeduld. Sondern dass in Wahrheit zum Beispiel in Frankreich die Auffassung vertreten wird, dass ein bestimmter Teil, den wir für sinnvoll halten, weil nur dort auch ein anständiges Finanzvolumen zu erreichen ist, der Finanztransaktionssteuer nicht unterworfen werden soll. Das sind Konflikte, die wir haben, wo Sie sehr schnell merken, dass natürlich die nationalen Interessen im Zweifel die der jeweiligen Parteitagsbeschlüsse davon geringfügig abweichen. Also in Deutschland, glaube ich, sind wir diejenigen, die am klarsten eine Position vertreten und auch relativ weit gehen würden. Andere sind da, um es zurückhaltend zu sagen, noch auf dem Weg. Zu Ihrer Frage, was die Maut angeht. Ich bin gar nicht so sicher, wer die größere Engelsgeduld hat, mal abgesehen davon, dass die Einstellungsvoraussetzung, um SPD-Vorsitzender zu werden, Engelsgeduld ist. Das ist Einstellungsbedingung bei uns. Aber wenn Sie sich mal durchziehen, Mindestlohn, Rente nach 45 Versicherungsjahren mit 63, Mietpreisbremse, Frauenquote und vieles andere mehr. Ich bin nicht so sicher, wer da die größere Engelsgeduld haben musste. Dass, wenn man einen Vertrag schließt, auch die Dinge in die Verantwortung, in die eigene Verantwortung kommen, die der Koalitionspartner da reingeschrieben hat. Das liegt sozusagen in dem tieferen Sinn solcher Verträge. Das ist ein bisschen so wie mit dem Eckwertebeschluss von Herrn Schäuble. Bis vor 2 Stunden war es seiner, jetzt ist es unser. Bis zum Abschluss des Koalitionsvertrages war die Maut eine CSU-Forderung, jetzt unsere. Ja, so, nur so funktionieren Koalitionen. Sie müssen sich verantwortlich fühlen, auch für die Dinge, die Sie nicht da reingeschrieben haben. Sonst könnte der Partner auf die Idee kommen, dass er dann vielleicht auch eher die Sachen in Frage stellt, die Sie da reingeschrieben haben. Und packt das Sunt Servanda, und es steht sehr deutlich drin, was bei der Maut zu passieren hat. Sie muss europarechtskonform sein, sie darf die deutschen Autofahrer nicht mehr belassen und sie muss ein signifikantes Aufkommen haben. Punkt. Und deswegen habe ich null Probleme damit, diesen Koalitionsvertrag. Dafür brauchen wir nicht mal Geduld. Geduld braucht für andere Sachen. Jetzt ist Frau Marschall dran. Ich wollte noch mal auf Griechenland zu sprechen kommen. 2 Fragen. Eine an Herrn Schäuble. Wir erleben ja gerade eine sehr starke Verschärfung der Tonlage zwischen beiden Ländern. Also Politiker aus Deutschland und aus Griechenland, die geben sich da zeigen da eigentlich wenig Höflichkeit momentan noch. Und meine Frage ist, ziehen Sie sich den Schuh an, dass Sie da auch einen Anteil dran tragen? Also welcher Anteil entfällt da bei dieser Verschärfung der Tonlage auf Sie? Oder sehen Sie da keine eigene Verantwortung? Und 2. Frage an Sie beide vielleicht. Welche Hoffnung haben Sie jetzt auf das Fünfertreffen in Brüssel und das Treffen am Montag zwischen Frau Merkel und Herrn Tsipras, wenn man das in den Blick nimmt? Welche Hoffnungen verbinden Sie damit? Also ich ziehe mir den Schuh nicht an, um es ganz ruhig zu sagen. Ich kenne keine unhöfliche Äußerung von mir gegenüber irgendeinem griechischen Politiker. Wenn griechische Kollegen von Ihnen nicht in der Lage sind, eine Presseunterrichtung, die ich für die deutschen Medien in deutscher Sprache mache, richtig zu übersetzen, sondern wenn es eine reine Verfälschung gibt, ist das nicht mein Thema. Ich bin nicht für die Deutschkenntnisse in Griechenland verantwortlich, mit allem Respekt. Ich habe auch keine Griechischkenntnisse. Es gibt überhaupt keine unhöflichen Äußerungen. Ich kenne auch wenig Äußerungen von deutschen Politikern. Ich kenne in deutschen Medien
viele Dinge. Ich habe mich seit Jahren gegen eine Berichterstattung in deutschen Medien, die den Eindruck erweckt, als hätten wir gegenüber Griechenland Grund zur Arroganz oder gegenüber anderen zur Überheblichkeit. Also Sie haben das immer, im Bundestag kann Ihnen Bände von Reden schicken, dafür geworben, dass man das nicht tut. Und ich halte, dabei bleibe. Ich habe ein völlig korrektes Verhältnis mit meinen griechischen Kollegen. Das stimmt in der Tat überein, dass wir in der Sache nicht übereinstimmen. Das haben wir auch in einer gemeinsamen Pressekonferenz im Bundesfinanzministerium gezeigt. Aber ich habe auch keine Beschwerde darüber. Der griechische Kollege hat sich auch mir gegenüber nicht persönlich irgendwie unhöflich geäußert. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Davon gibt es nichts. Das sind nun wirklich andere Dinge, die damit nichts zu tun haben. Wenn ich allerdings in den Debatten darauf hinweise, wie die Lage ist, weil ich ja doch gelegentlich zur Wahrheit verpflichtet bin, dann, und was wir eben in den griechischen Hilfsprogrammen beschlossen haben, dann ist das nicht eine Verschärfung von Tonlage, sondern es ist eine einigermaßen vorsichtige, sachgerechte Beschreibung. Tatsache ist, dass wir nach einem langen Weg von Gesprächen am Ende in der Eurogruppe eine gemeinsame Erklärung zustande gebracht haben, die die Grundlage waren, dass der Bundesfinanzminister, der muss das nämlich machen, beim Bundestag den Antrag gestellt hat, einer weiteren Verlängerung des laufenden Griechenland-Programms zuzustimmen, unter den Bedingungen, die in dieser Erklärung klar formuliert sind. Im Deutschen Bundestag gab es darüber sehr viel Zweifel und eine intensive Debatte, aber der Bundestag hat mit großer Mehrheit zugestimmt. Aber es ist natürlich nicht hilfreich, wenn man dann am Tag danach sagt, aber man habe nicht die Absicht, sich an das, was in der Erklärung an Verpflichtungen übernommen ist, zu halten. Und wenn Sie jetzt das Trauerspiel sehen mit den drei Institutionen in Athen und mit all dem, wie das gewesen ist, dann wird es schwieriger, zu Lösungen zu kommen. Das ist die Sorge. Und daran werden sich alle, werden auch alle treffen, auf welcher Ebene nichts ändern. Wir haben wieder und wieder klar gesagt, deswegen haben wir das Programm zweimal verlängert, Griechenland hat die Chance, mit den Institutionen über die Erfüllung, sich zu verständigen über die Erfüllung des laufenden Programms. Davon sind dann noch 1,8 und 1,9 Milliarden zur Auszahlung bereit. Das ist die Voraussetzung für jede Verhandlung über ein etwaiges neues Programm, von dem aber die griechische Regierung wieder und wieder gesagt hat, sie will keins. Sie hat nicht die Absicht, sie braucht keins, sie will keins. Sind es auch wieder Debatten, und die Debatten über Restrukturierung sind ohne dies obsolet. Und der Rest der Debatte, dazu will ich weiter nicht Stellung nehmen, außer dass wir den Eindruck haben, und das haben nun alle, die sich mit der Frage beschäftigen, dass die Zeit für Griechenland knapp wird. Denn offensichtlich haben Sie gewisse Schwierigkeiten. Frau Wevers ist die Nächste. Sie wollten von mir wissen, was ich erwarte von den Treffen. Ich bin ja morgen auch, wir treffen uns auch mit den sozialdemokratischen Mitgliedern des Rates, auch vorher noch. Meine Hoffnung ist, dass die Debatte rationalisiert wird. Ich glaube nicht, dass wir morgen die Lösung erwarten können. Aber wir müssen weg von dem Eindruck, es ginge um nationale Auseinandersetzungen. Ich wiederhole, es geht nicht um Deutschland gegen Griechenland. Es geht übrigens auch nicht um Euro-Staaten gegen Griechenland, sondern es geht darum, dass wir die Eurozone miteinander stabil halten und übrigens alles dafür tun wollen, Griechenland den Weg aus dieser schwierigen Lage heraus zu ermöglichen. Also es geht nicht um nationale Ressentiments, es darf nicht um persönliche gehen, es geht übrigens auch nicht um Parteipolitik. Wenn die Mitglieder der griechischen Regierung als Mitglieder der griechischen Regierung in den Europäischen Rat oder zur Eurozone oder von mir aus auch zur Wirtschaftsministerkonferenz kommen, dann werden sie dort als solche verstanden, behandelt, kollegial, lösungsorientiert. Wenn man in solche Verhandlungen fährt als Parteipolitiker, dann kann es irgendwann passieren, dass die anderen einen auch als Parteipolitiker behandeln.
Das muss man vermeiden. Darum darf es nicht gehen. Es darf nicht. Das sind gewählte Repräsentanten des griechischen Volkes. Die haben jedes Recht, eine bestimmte Position einzunehmen. Aber sie müssen wissen, dass die anderen auch gewählte Repräsentanten sind. Und meine Hoffnung ist, dass wir morgen zu einem Maß an Rationalität zurückführen, dass das Ganze möglich macht, wirklich als sozusagen Gemeinschaftsaufgabe der Eurozone zu verstehen. Das wäre jedenfalls meine Hoffnung. Und was wir als Deutsche dafür tun können, tun wir. Ich finde es großartig, dass Frau Merkel den griechischen Ministerpräsidenten eingeladen hat, nach Deutschland zu kommen, auch um diesen Eindruck wegzubekommen, als seien wir hier in einer nationalen Konfrontation. Aber setzt eben auch voraus, dass die griechische Seite sozusagen sich genauso rational verhält. Und wenn das alle Beteiligten morgen schaffen, dann finde ich, ist viel gewonnen. Übrigens, Respekt, glaube ich, muss man auf beiden Seiten haben. Ich finde, es gehört dazu zu sagen, ich jedenfalls kann das für mich sagen, ich habe unglaublich viel Respekt für das, was die Bürgerinnen und Bürger in Griechenland ausgehalten haben. Ich erinnere mich gut, was hier los war bei der Agenda 2010. Das war ein laues Sommerlüftchen gegenüber dem, was die da aushalten. Und ich möchte nicht wissen, was in unserem Land los wäre, wenn wir auch nur ansatzweise das schultern müssten. Vielleicht sind die Menschen in Ostdeutschland die Einzigen, die erahnen können, was das bedeutet, diesen Umbruchprozess, den die Griechen da schon hinter sich haben. Aber umgekehrt, finde ich, gibt es sozusagen ja durchaus auch die Anforderung, Respekt gegenüber denen zu haben, die in Deutschland oder denken Sie an Slowenien und andere, ja auch nicht, sagen wir, unter immer den besten Lebensbedingungen leben und trotzdem bereit sind, Verantwortung zu schultern. Es ist schwer, einem slowakischen Ministerpräsidenten zu erklären, warum er einen höheren Beitrag für die Entwicklung in Griechenland leisten soll, obwohl sein Mindestlohn nur bei 400 Euro liegt und der in Griechenland bei 750 Euro liegen soll. Das ist sozusagen gegenseitiger Respekt, finde ich, ist der Beginn einer sinnvollen Lösung. Und ich persönlich kann nur sagen, ich habe großen Respekt vor dem. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass Griechenland nicht das Opfer der Troika, der Deutschen oder der Eurozone ist, sondern das Opfer seiner eigenen politischen und wirtschaftlichen Eliten, die dieses Land ausgebeutet haben. Und die große Chance der neuen Regierung besteht darin, dass sie diesen Eliten nicht angehört haben, nicht mit der Korruption in Verbindung stehen, nicht mit dem, was an Despotismus dort betrieben wurde. Und das, finde ich, gehört auch mal ein bisschen vielleicht stärker in die Debatte, dass diese Regierung auch eine Chance hat, sich davon zu befreien. Aber nicht in der Gegnerschaft zu anderen Eurostaaten, sondern in dem gemeinschaftlichen Versuch, verantwortbare Wege aus der Krise zu finden. Zwischendrin organisatorischer Hinweis. Spätestens um 10 Uhr müssen wir hier fertig sein. Dann beginnt auch die Regierungspressekonferenz. Deshalb habe ich jetzt die Frageliste geschlossen. Einige stehen noch drauf. Nächste ist Frau Wefers. Dann gehen wir in die Mitte. Ich habe eine Frage zu dem Anteil der Investitionen im Bundeshaushalt. Sie geben ja jetzt sehr viel mehr für Investitionen aus. Gleichwohl steigen die Ausgaben, wenn man das über die mittelfristige Finanzplanung ansieht, schneller, beschleunigter als die Investitionsquote, die dann ja auf mehr oder weniger gleichem Niveau bleibt, absolut und auf der Strecke prozentual auch sogar wieder etwas sinkt dann bis 2019. Liegt das am Investitionsbegriff, wie der abgegrenzt ist? Liegt das daran, dass vielleicht auch die Zusammensetzung zwischen konsumtiven und investiven Ausgaben im Bundeshaushalt noch nicht zu ihrer Zufriedenheit gestaltet ist? Oder gibt es womöglich auch Überlegungen, an diesem Verhältnis etwas zu ändern? Vielleicht dürfen da beide Koalitionspartner eine Idee zu geben. Naja, wir haben einen Koalitionsvertrag. Ich pflege gelegentlich zu sagen, dass der Koalitionsvertrag ist ja heute so ein bisschen was wie ein Teil der Richtlinienkompetenz. Im Grundgesetz heißt es ja, die Bundesminister sind verantwortlich im Geschäftsbereich in eigener Verantwortung im Rahmen der Richtlinien des Bundeskanzlers. Diese Richtlinienkompetenz des Regierungschefs ist ja in der Verfassungswirklichkeit der Bundesrepublik Deutschland durch Koalitionsverträge ein Stück weit definiert und damit auch, ja, wenn man so will, auch ein Stück weit beschränkt. Das ist so. In allen Koalitionen. Und dieser Koalitionsvertrag gilt. Und deswegen muss er eingehalten werden. Im Rahmen des Koalitionsvertrages, meine Formulierung über die Steigerung der Investitionen und die Nutzung aller Spielräume
geht von Koalitionsvertrag aus. Und deswegen sage ich auch, den vorrangigen Bedarf haben wir finanziert. Der Rest muss jenseits dessen, was wir zur Steigerung von Investitionen tun, aus den jeweiligen Politikfeldern finanziert werden. Da war ein anderer Punkt vorher Gegenstand der Pressekonferenz. Und ich habe, glaube ich, auch darauf hingewiesen, dass der Anteil der Sozialausgaben im Bundeshaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung bis zu 51,9% steigt, nach den Regeln der Grundrechenarten. Das haben Prozente so an sich. 100% ist die Obergrenze. Wenn der Anteil von Sozial... Na, die Frage ist beantwortet. Übrigens, wenn Sie die 6 Milliarden Euro, die wir für Bildungsinvestitionen den Ländern gegeben haben, wenn wir denen die nicht gegeben hätten, dann hätten wir natürlich 6 Milliarden Euro mehr für Investitionen im Haushalt gehabt. Aber wir haben uns ja politisch bewusst entschieden, wegen der großen Aufgaben in dem Bereich auch Mittel dafür zur Verfügung zu stellen. Und deswegen ist es, finde ich, politisch mindestens mal ein bisschen schwierig, Investitionen in Verkehr und Investitionen in Bildungseinrichtungen irgendwie gegeneinander zu stellen. Ich glaube, dass wir einen klugen Weg beschritten haben, beides zu tun. Jetzt gehen wir in die Mitte und Sie müssen sich eines der Mikrofone aussuchen. Moment, Zusatz, nochmal Präzisierung, bitte. Meine Frage war ja, gibt es Überlegungen, den Investitionsanteil zu steigern? Und Sie, Herr Dr. Schäuble, sagen, die Sozialausgabenquote steigt von 51 auf. Das heißt, es gibt keine Überlegungen dafür, den Akzent stärker bei Investitionen zu setzen. Es gibt Überlegungen immer. Ich meine, kein Mitglied der Bundesregierung, kein Mitglied des Deutschen Bundestags stellt jemals das Denken ein. Ich hoffe, die meisten Mitglieder der Bundespressekonferenz auch nicht. Aber wir fangen jetzt dann nicht an, hier irgendwelche abstrakten Debatten zu führen. Wir haben unseren Rahmen, in dem die Minister, die Ressorts ihre Verantwortlichkeit wahrnehmen. Deswegen habe ich Ihnen das mit der Richtlinienkompetenz definiert und daraus abgeleitet den Hinweis, wir haben Festlegungen im Koalitionsvertrag. Die sind so, Koalitionsverträge sind, als Herr Gabriel auf die Geduld geantwortet hat, sein Hinweis habe ich gedacht, hoffentlich hören die es nicht in einigen Gliederungen der Partei, der ich angehöre, was ja da so alles an Erfolgsmeldungen gezeigt hat. So ist es. Aber was er zu der Notwendigkeit von Koalitionen gesagt hat, ist nun einfach mal so, wir sind ein demokratischer Verfassungsverstaat. Die Wähler wählen, in der Regel wollen die Wähler oder wählen so, dass es Koalitionen gibt. Und da muss man sich einigen und da muss man vernünftig zusammenarbeiten. Auf der Grundlage dessen, dass man einigt, da kann man dann wieder Wahlkampf führen. Aber zwischendurch hat man eine gemeinsame Verantwortung. Und das ist so eine Frage, wo wir beide uns auch völlig einig sind und das auch versuchen zu tun. Bitte. Ja, eine Frage an den Finanzminister. Sind in der mittelfristigen Finanzplanung auch noch zusätzliche Hilfen für den Wiederaufbau der Ukraine vorgesehen, indirekt oder direkt? Und wenn ja, wie hoch? Wir haben jetzt in der mittelfristigen Finanzplanung nicht spezielle Mittel für die Ukraine vorgesehen. Das wäre auch ganz unangemessen. Sie wissen, wir haben 500 Millionen vor kurzem als einen Teil unserer Hilfe für den Aufbau gemacht. Darüber hinaus sind wir in einem fortlaufenden, andauernden Prozess. Ich habe gerade, wie wir in der sich ja verändernden Situation in der Ukraine, um die Ukraine, das Menschenmögliche tun. Im Augenblick geht es zunächst einmal darum, dass wir die Umsetzung der IWF-Vereinbarung sicherstellen. Natürlich ist, darüber habe ich gerade, ich habe den Satz nicht zu Ende gesprochen, mit dem Außenminister gesprochen, weil mich mein russischer Kollege wieder anrufen will. Wir haben in dem Minsk-Agreement ja vereinbart, dass es Arbeitsgruppen gibt, die hängen allerdings ein bisschen von der Implementierung des Waffenstillstands ab, dass man auch gemeinsame Arbeitsgruppen macht, um insbesondere den Südosten der Ukraine wieder aufzubauen. Russland, Ukraine, Europäische Union und wer immer, auch daran werden wir uns beteiligen. Aber in der mittelfristigen Finanzplanung, da jetzt Beträge einzustellen, macht so keinen Sinn. Das ist im Übrigen, wenn ich die generelle Bemerkung machen darf, man muss sich immer klar sein, solche Planungen sind das eine. Und dann kommen immer Entwicklungen ganz neuer Art, auf die eine verantwortliche Regierung immer auch in der Lage sein, zu reagieren.
Herr Sanchez, dann gehen wir zu Ihnen. Ist noch nicht an, oder doch? Zwei Fragen an den Finanzminister. Die erste betrifft die Leistungen für Alleinerziehende. Die Familienministerin hat ja einen Vorschlag gemacht. Sie möchte ja die Leistung finanzieren aus den Mitteln, die nicht abgerufen werden, beim Betreuungsgeld. Meine Frage ist, was spricht dagegen? Wo ist da, warum haben Sie damit ein Problem? Und eine zweite Frage, es hat jetzt nichts mit dem Haushalt zu tun, aber Sie wollen ja in diesem Jahr ja auch eine Übereinkunft erzielen mit Ihren Länderkollegen über den Länderfinanzausgleich. Und da ist meine Frage, können Sie beides gleichzeitig stemmen? Das heißt, den Solidarzuschlag zurückführen und gleichzeitig den Ländern und die Länder unterstützen mit mehr Geld? Also bei Deckungsvorschlägen bzw. Finanzierungen aus dem jeweiligen Politikbereich, um in der Sprache des Koalitionsvertrags, den ich gerade als eine Art Konkretisierung auch von Richtlinien für eine Regierung beschrieben habe, muss man schon die Qualität von Leistung und Gegenfinanzierung auch berücksichtigen. Die Korrektur von Schätzansätzen ist keine verlässliche Gegenfinanzierung für gesetzliche Maßnahmen. Das ist ein altbewährtes Prinzip einer soliden Haushaltspolitik. Und so viel kann ich Ihnen dazu sagen, nicht? Aber wenn Sie Gespräche in Vertretung eines Ressorts mit der Haushaltsabteilung des BMF führen wollen, vereinbaren Sie einen Termin. Was die Bund-Länder-Gespräche anbetrifft, machen Sie sich mal keine Sorgen. Das tun wir nicht heute hier behandeln. Da sind wir auch auf, ja, wir bemühen uns. Wir haben ja in der Besprechung der Regierungschefs von Bund und Länder im Dezember gesagt, dass man sich insoweit einig war, man sollte mindestens bis spätestens bis zur Sommerpause diesen Jahres die Sache soweit geklärt haben, dass man es gesetzlich umsetzen kann. Der Handlungsbedarf besteht aber da ab dem Zeitraum 1.1.2020. Weil bis dahin sind die Leistungen Solidarpakt II und Finanzausgleichgesetz endet auch 31.12.2019, sind sie festgelegt. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum, den wir heute die Eckwerte beschlossen haben, endet auch am 31.12.2019, sodass Sie mit Ihrer Frage außerhalb des Gegenstands dieser Pressekonferenz sind. Ich bin übrigens sicher, dass wir bei den Bund-Länder-Finanzverhandlungen zu einem vernünftigen Ergebnis kommen werden. Ich wollte noch was sagen zu der Frage der Gegenfinanzierung. Ich meine, wir sehen uns doch einerseits auch als Sozialdemokraten in der Verpflichtung, beim Thema Alleinerziehende was zu machen. Ich gebe offen zu, ich komme aus einer Familie, bei der ich noch gut in Erinnerung habe, wie das für eine Krankenschwester im Schichtdienst mit nicht viel Geld und zwei Kindern gewesen ist. Und mangelnder Unterhaltszahlungsbereitschaft des Vaters und der sozusagen der Aufgabe der Mutter, die keine Lust mehr hatte, sich mit dem Vater vor Gericht zu streiten. Das ist eine für viele Alleinerziehende keine ganz einfache Lage. Das gebe ich zu, deswegen berührt mich das Thema auch persönlich. Auf der anderen Seite weiß ich, dass wir nicht irgendwie Luftschlösser bauen können. Wir müssen auch zusehen, dass wir solide Finanzierung haben. Und ich finde es einen relativ normalen Prozess, dass bei der Aufstellung eines Haushaltes und den dann folgenden Beratungen über die Frage geredet wird, was sind eigentlich solide Gegenfinanzierung. Die Beträge, um die es geht, sind übrigens nicht so unglaublich groß. Es ist schon so, dass ich ganz sicher bin, ich meine, wir haben in dem Haushalt auch in anderen Jahren, auch in schwierigeren Jahren, größere Beträge vernünftig gegenfinanziert. Aber dass man dafür auch ein bisschen sagen wir, Zeit für Prüfung und Beratung braucht, das finde ich was ganz Normales. Deswegen, ich bin sicher, wir kriegen das hin. Ich gebe zu, ich habe eine persönliche Haltung dazu, die viel mit meinem eigenen Leben zu tun hat. Aber ich glaube, dass das aller Ehren wert ist, sich da vernünftig zu bewegen und nicht einfach auf Zuruf irgendwas zu machen, sondern auch solide Finanzierung miteinander zu erörtern. Und seien Sie sicher, das werden wir in dieser Koalition auch hinkriegen. Bitte. Ich bin Tonia Mastrobuoni für die italienische Tageszeitung La Stampa. Ich wollte zwei Fragen stellen. Zum einen, es gibt eine gewisse Debatte in Deutschland seit einiger Zeit über die Geldpolitik von der EZB und insbesondere über das Quantitative Easing. Aber ich wollte fragen, wie sehr haben die direkten und indirekten
sagen wir mal, Konsequenzen dieser Geldpolitik, zum Beispiel Niedrigzinsen oder auch schwacher Euro, auf die deutsche Wirtschaftsentwicklung gehabt? Also wie positiv, wie negativ hat das beeinflusst? Auch den deutschen Haushalt natürlich, weil da auch der, das hat auch einen Einfluss auf die Schulden. Und zum Zweiten wollte ich spezifisch fragen, Herrn Schäuble fragen. Draghi hat vor 2 oder 3 Tagen gesagt, dass die lockere Geldpolitik die reformbedürftigen Länder, also nicht den Druck von diesen Ländern wegnimmt. Im Gegenteil, dass einige dieser Länder, er hat spezifisch Portugal, Spanien und sogar Italien zitiert. Draghi. Genau. Draghi. Aber was, ich wollte fragen, ob Sie damit einverstanden sind. Danke. Vielleicht zu Ihrer ersten Frage. Ich meine, wir kommentieren in der Bundesregierung die Entscheidung der EZB nicht. Aber dass ein Land, das exportstark ist, von der Wechselkursentwicklung des Euros möglicherweise mehr profitiert als andere Länder, die nicht exportstark sind, dafür muss man, glaube ich, nicht mal Volkswirtschaft studiert haben. Deswegen habe ich immer gesagt, ich verstehe zwar das, was die EZB da macht, aber es kann auch dazu führen, dass die Starken stärker werden. Und das sehen wir auch in Deutschland. Deutschland hat das übrigens, die gute Entwicklung neben dem Ölpreisverfall der Binnenkonjunktur, in der Tat den Wechselkurs zum Hintergrund. Aber das hat auch eine Gefahr. Die Gefahr dabei ist, dass man den Eindruck hat, dass, wie würde man bei uns sagen, es läuft alles schon. Also, dass man den Eindruck hat, man muss nichts tun. Demgegenüber übrigens haben die Schweizer, nachdem die Schweizer Nationalbank den Franken anders bewertet hat, am Anfang waren die ganz schockiert. Und dann, wenn sie die heute treffen, sagen ihnen die Unternehmen, ach, das ist eigentlich gar nicht schlecht, wir müssen uns nochmal neu anstrengen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass andere über die Wechselkurspolitik unsere Arbeit machen. In Deutschland müssen wir alles dafür tun, dass nicht der umgekehrte Fall entsteht. Dass wir den Eindruck haben, die Wirtschaft läuft schon und wir müssen weniger tun bei Innovation, bei Forschung, bei Entwicklung, bei Digitalisierung, bei Fachkräften, bei Energie. Und deswegen glaube ich, natürlich hat das, was die EZB getan hat, Einfluss auf die Exportwirtschaft in Deutschland. Aber das ist sozusagen ein zweischneidiges Schwert. Es hat auch Auswirkungen, das ist ja in diesem Land auch heftig diskutiert worden, auf die Lage von Sparern oder von Menschen, die eine Lebensversicherung abgeschlossen haben oder eine private Altersvorsorge. Denen haben die Politik ein paar Jahre erzählt, ihr müsst das machen, weil das sozusagen ein zusätzlicher Bestandteil der Alterssicherung ist. Und die jetzt sich natürlich Sorgen machen über die Frage, ob angesichts der Geldpolitik eigentlich die Zinsen entstehen, die sie für ihr Alter eingeplant haben. Deswegen glaube ich, muss man alles dafür tun, dass die Politik Erfolg hat. Ich glaube, dass das Paket von Jean-Claude Juncker dazu beitragen kann. Und dass wir nach Möglichkeit irgendwann wieder auch in eine andere Lage kommen. Sonst fühlen die Menschen sich, glaube ich, von der Politik an dieser Stelle nicht auf den richtigen Weg geführt, um es mal zurückhaltend zu sagen. So, 3 Fragen. Ich teile die Meinung von Mario Draghi ausdrücklich. Die Geldpolitik kann nicht die Finanz- und Wirtschaftspolitik ersetzen. Sie kann sie akkommodieren, aber sie kann sie nicht ersetzen. Das sagt er wieder und wieder. Ob sie möglicherweise missverstanden werden kann im Sinne falscher Anreize, wie es Herr Gabriel eben beschrieben hat, ist eine ganz andere Frage. Da verbannt er, aber er hat völlig recht. Er hat allerdings natürlich Portugal und Spanien als positive Beispiele genannt, als Länder, die Reformen umgesetzt haben. Und ich vermute, dass er andere Länder stärker im Blick gehabt hat. Es fällt mir jetzt aber nicht ein, welches er gemeint haben könnte. Die lockere Geldpolitik nimmt den Druck nicht weg von den Ländern, hat er vor 2 Tagen gesagt. Deswegen fragte ich Sie. Entschuldigung, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ja, es ist alles recht, was er sagt. Und es ist alles recht, was er sagt. Und ich glaube, er ist auch Italiener, sodass er sich zu Italien äußern kann, so wie Herr Kapp und ich uns gerne zu Deutschland äußern. Bitte. Hallo, Lane Green von The Economist. Eine ganz kurze Frage an den Wirtschafts- und Energieminister. Wir haben nichts Neues oder viel über Energieinfrastruktur gehört. Also gibt es neue Investitionen auf dem Weg? Oder haben wir nichts gehört, weil vielleicht Sie noch an den Reformen der Energiewende arbeiten? Sie haben darüber nichts gehört, weil das heute nicht Gegenstand der Kabinettsberatung gewesen ist.
knappe Antwort. Hinter Herrn Wonka, bitte. Ist einfach so. Du zuerst. Ja, Sie sind dran. Ich? Bitte. Ja. Schmidt-Denker, NTV, RTL. Herr Minister Schäuble, Ihr Kollege Gabriel hat sich ja schon geäußert zu den EZB-Protesten heute in Frankfurt anlässlich der Öffnung des EZB-Gebäudes. Mich würde mal interessieren, Andrew Jane, der deutsche Bankchef, hat Verständnis für diese Proteste angesichts der hohen Arbeitslosenrate in Europa. Haben Sie auch Verständnis für diese Proteste? Ich vermute mal, ich kenne das Zitat von Andrew Jane nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, nein, mit allem Respekt, man muss solche Zitate immer dann im Zusammenhang nehmen. Und ich, Andrew Jane ist wie die meisten anderen ein sehr kluger Mann. Und deswegen ist ja auch dieses nach Kommentaren fragen von Halbsätzen, die einer vielleicht gesagt hat oder so, wenn Sie mir erlauben, etwas, an dem ich mich ungern beteilige. Das, was der Bundeswirtschaftsminister zu den gewalttätigen Ausschreitungen in Frankfurt gesagt hat, ist zutreffend und richtig, und ich kann es durch Wiederholung nicht besser machen, aber es ist hundertprozentig unsere Meinung. Und wir sollten auch nicht anfangen, darüber nachzudenken, ob es Begründungen gibt, Polizeiautos anzuzünden und sonst was zu machen. Es gibt sie nicht. Wir sind ein freiheitlicher, demokratischer Rechtsstaat und wir haben genügend Möglichkeiten, unsere Meinung zu äußern. Aber niemand hat das Recht, Polizei- und Feuerwehrbeamte an Leib und Leben zu gefährden. Herr Tschilas. Also, Herr Schäuble, wenn Sie meinen, dass es keine Verschärfung der Tonlage zwischen Ihnen persönlich und den griechischen Politikern gibt, wie erklären Sie dann den Umstand, dass der griechische Botschafter eine Protestnote, schon erklärt. Ja, aber es ging nicht nur um eine Erklärung von Ihnen, sondern um eine Reihe von Erklärungen, die, wie es hieß, von Arroganz und Abqualifizierung der griechischen Politik nur so trifft. Ja, wissen Sie, es tut mir leid, Sie versuchen schon wieder. Es führt wirklich nur ins Elend. Ich habe mich immer respektvoll gegenüber Griechenland, den Menschen in Griechenland, weil es genauso ist, wie Herr Gabriel sagt, geäußert, und gegenüber griechischen Politikern auch. Ich behaupte nicht, dass alle in Griechenland, nicht nur Medien, sondern Politiker in Bezug auf mich, dasselbe getan hätten. Aber es ist eine andere Geschichte. Es bringt mich aber nicht dazu, darauf zu reagieren. Ich habe auch meinen Kollegen immer gesagt, ich vermute, dass bei manchen dahinter eher die Absicht ist, zu sagen, man kann ja versehen, dass der so beleidigt ist, dass man und so weiter. Nicht? Das ist alles nicht. Wir werden unsere Entscheidungen davon ganz unabhängig treffen. Aber ich noch einmal, den Botschafter ins Außenministerium zu schicken, um einen Protest zu überbringen, wegen eines offensichtlichen Übersetzungsunsinns eines griechischen Kollegen, ist eigentlich auch keine vernünftige Gebrauch von den Mitteln des Auswärtigen Dienstes in einem Land, um das mal auch das völlig entspannt zu sagen. Aber ich fange nicht an, mich für Dinge zu entschuldigen, die ich nie getan habe. Und das ist so. Es tut mir furchtbar leid. Vielleicht, wenn Sie über Äußerungen deutscher Politiker berichten, müssen Sie versuchen, die deutsche Sprache hinreichend zu verstehen. Andernfalls erfüllen Sie Ihre Aufgaben nicht. Sagen Sie es Ihren Kollegen, die das gemacht haben in Brüssel. Das ist unglaublich. Und dass ein Außenministerium nicht in der Lage ist, das zu erkennen, zeigt, dass da auch noch Verbesserungsbedarf möglicherweise in der Effizienz der Arbeit dort ist. Aber ich habe ausdrücklich gesagt, dass wir nicht in gleicher Weise irgendetwas machen, sondern dass wir uns davon alle, und ich habe auch in meiner Fraktion geworben, sich damit nicht in irgendeiner Weise beeindrucken zu lassen. Ich weiß nicht, warum manche Ihrer Kollegen offenbar ihre Aufgabe darin sehen, die große Bereitschaft der Mehrheit in Deutschland. Wir haben weniger Euroskepsis als die meisten anderen europäischen Länder. Wieder und wieder in Frage zu stellen, kann den Sinn darin nicht erkennen. Wir brauchen alle ein starkes, solidarisches Europa. Wir haben ganz andere Herausforderungen. Dazu muss man ein bisschen sich aufeinander verlassen können.
Dazu müssen die, die es besser haben, denen, die es gerade schlechter haben, helfen. Solidarität ist die Voraussetzung. Das ist völlig klar. Aber ein Minimum an Verlässlichkeit ist auch nicht schlecht, weil sonst wird die Bereitschaft, irgendwo auf Zusagen zu vertrauen, eingeschränkt. Meine Herren Minister, Herr Staatssekretär, vielen Dank für den Besuch in der Bundespressekonferenz. Und diese Pressekonferenz ist damit okay, oder?